Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur dritten und letzten Folge Dust Tale. Heute geht's um den geheimen Pazifist, kann man es jetzt auch nicht nennen, aber auf jeden Fall um den geheimen Run. Nachdem ich im letzten Part nach etwa 3 Stunden Kampf aufgegeben habe und mir die restlichen 75% des Kampfes, die auch nicht sozial waren, in einem YouTube-Video angeguckt habe, können wir hier jetzt loslegen. Das ist zum Glück leichter. Das Ganze könnt ihr euch angucken im ersten Part. Okay, mein Bruder ist jetzt auch weg. I'm going to Grillbees. Ich habe natürlich jetzt einfach meinen Spielstand resettet. Do you want anything? Level 20. 99 Leben. Chara grows even stronger with each new root. With Charas great power, the human no longer controls their own body. Ja, wir kennen das. Jetzt kommt nun mal das Bild von Sans auch. Ja. Sans erinnert sich. Jede Route. Die Schmerzen. Leiden. Warum mache ich so komische Geräusche? Und warum lese ich das überhaupt so vor, aber auf Deutsch? Ja, jetzt will das stoppen. Ja, und das schafft er. Confirm auf zum Rebellion Run ist, glaube ich, ein guter Name. An sich kennt man das Ganze ja, ich werde jetzt auch nicht lange Zeit verbringen mit dem ganzen Zeug. Ich hoffe nur, dass ich den ersten Sans-Kampf besser hinkriege diesmal und nicht alle meine Items. Wahrscheinlich mache ich es einfach so, dass ich das genauso mache wie beim Endboss und mache die automatische Regeneration an. Heim, hi Toria, halt die Schnauze. Komm, ja, du guidest mich. Ja, hi, Sans ruft an. Ich glaube, mein C-Button will nicht mehr. Übrigens möchte ich noch anmerken zur letzten Folge. In dem Video habe ich gesehen, dass ich irgendwie anscheinend eine falsche Version oder so ein Kack von dem Spiel habe. Oder einfach irgendwas einfach beschissener ist. Aber der Kampf, manche Attacken waren ein bisschen anders beim finalen Boss. Zum Beispiel die mit der Box natürlich, vor allem nicht der Free Hit. Ja, wart hier oder ich schlag die Fresse. Ich weiß, was hier passiert. Yay, 2 Minuten Ruins. Es gibt nichts Tolleres als unsichtbare Wände. Z. Das habe ich inzwischen zumindest gelernt. Den kann man gar nicht drücken anscheinend. Nee, den Dummy lasse ich leben. Encounter. Hey, Spiel. Act. Console. Ich werde ihn nicht angreifen. Yeah, er ist happy. Da ist leider... Du hast nichts bekommen. I allow no mercy. Ja, ist aber eigentlich auch klar. Kara erlaubt keine Gnade.
Jeder Kill muss sein. Auf dem Weg bleiben, easy. Ja, ich nehme es mit, ich brauche die Items. Ja, ich darf halt nicht verschonen. Und anscheinend auch nicht speichern, hallo? Ich kann einfach... Ich muss, glaube ich, kämpfen. Ich kann aber nicht speichern. Danke. Spare ist blockiert. Ich fliehe anscheinend inzwischen auch. Ja. Ich muss wirklich kämpfen. Und kill. Nichts bekommen. Ja, ich muss die Erfahrung farmen. Weil ich habe ein Zeichen gesetzt, zumindest schon mal. Yay. Boah, sorry. Die tanken nur einen Hit und geben nichts. Oh, kacke, andere Attacke. Soll das sein, ist schon das toll. Ich spiele wie ein Profi. Alter, das Saven ist halt schon irgendwie scheiße. Wie kann das sein? Miau. Oh. Yay. Darf ich jetzt saven und mich somit heilen? Yay, Level 2. Jetzt kommt gleich noch ein Lux und dann habe ich das hier geklärt. Ja. Lux, hi. Er kann durch mich durchsehen. Ich weiß nicht wie. Ich glaube, jetzt kommt nochmal dasselbe. Oh nee, das hatte ich nie. Letztes Mal. Dass die bleiben, ist ein bisschen arschig. Die Attacke kannte ich noch gar nicht. Yay, noch ein Playful und. Bist du tot? Noch nicht. Ja, schade für dich. Yay, die Arschcreme-Attacke. Stirb. Lohnt sich eigentlich nicht, aber hey. Skip die Scheiße. Hey, bleibst da nuk. Das hätte mir beim ersten Sans Fight geholfen. Da hatte ich ja auch die automatische Regeneration noch nicht an.
Ich glaube, ich kann nicht mehr stehlen. Out of stock. Out of stock, ja. Alter, ich wusste zwar, dass ich den Raum da unten verpasst habe, aber vor allem habe ich verpennt, wie ich da zurückgehen kann. Ich wollte da direkt wieder zurückgehen, aber das geht in dem Spiel ja nicht. Gott. Da ist gar nichts. Die Blume da packe ich ein, die brauche ich. Dann jetzt erstmal wieder 2000 Jahre hier Z-Spam. Heb die verdammte Blume auf! Ich hab sie genommen. Das kennen wir ja alles. Ich werde vermutlich auch einiges rausschneiden in dem Video. Yay, mein Handy vibriert. Willst du mich verarschen? Mein Clash Royale wird jeden Tag beschränkter. Oh, ne. Und es ist auch nicht so praktisch, nicht auf den Bildschirm zu gucken, wenn man dann ein Jahr gegen eine Wand rennt. Ja, die Ruinen sind jetzt voll sicher. Oma, hier kann ja keiner reinkommen. Hier sind wir zu 1000% sicher. Hi, ich bin dich um, hab grad Lust drauf. Ja, schade, du hast mich umgebracht, wie schade. Tja, naja. Ich bin dann mal weg. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Ja, er hat da die XP geholt. Das ist eine krasse Sache. Ich glaube, ich werde jetzt den ganzen Run so kommentieren. Dann hat er noch einen Existenzsinn. Und ja, jetzt geht's mal weiter. Hi, ja. Ist eigentlich ganz interessant. Langer Gang. Ja. Ich habe geplant, in Zukunft ein paar andere Videos zu machen, wo ich einfach ein bisschen anders rede. Dann nutze ich einfach dieses schon mal als erstes davon. Übrigens habe ich nicht sonderlich Lust auf den Kampf gegen Sans, der mich erwartet, wenn ich das anmerken darf. Ich muss dann auch die Regeneration nochmal anschalten, wenn ich da bin. Ja. Cool. Ne, ich bin halt einfach so ein Mensch. Ich finde das ganz lustig, manchmal ein bisschen anders zu reden. Deswegen will ich das manchmal machen. Hey, Sense, hallo. Oh, Wolf mehr, ja. Hi, du bist scheiße, oder? Nee, warte. Bist du scheiße, oder was genau bist du? Ja, ich bin. Nein. Das sagst du jetzt nicht, ja. Also, wenn die Presse sowieso schon hältst, dann mach sie nicht auch. Also, ja, ciao. Meine Motivation ist hoch. Lol, eine kaputte Lampe. Wie lustig. Wir haben alle mal Hashtag kaputte Lampen sind lustig in die Kommentare schreiben. Da wäre ich euch sehr verbunden für. Denn ich denke, wir sind uns alle einig. Es gibt nicht viele so witzige Dinge auf unserem Planeten. Ihr wisst schon.
kaputte Lampen. Ich denke, ich probiere sogar nochmal hier den Kampf ohne die Regeneration, weil ich habe ja ein paar Items inzwischen. Ich hoffe nur, ich krieg das hier noch halbwegs schnell hin. Oh. Mist. Hier kann ich mir einmal leider helfen. Cool, ich habe das irgendwie gemerkt. Ich glaube, jetzt kommt. Ja, genau, hässlich, Mann. Eine leichte rote Attacke. Ja, sowas gibt's wirklich. Ja, die Attacke. Oh Gott, war das scheiße. Es war wirklich nicht das Niveau, das ich haben sollte. Was kommt? Ah, stimmt. Hier fehlt noch eine nicht so tolle Attacke. Ja. Also es fällt mir gerade echt schwer, nicht begeistert zu klingen. Also ich muss sagen, Sans, das war ein bisschen zu easy. Ich habe eigentlich mehr von dir erwartet. Ich meine, ich habe die Hälfte meiner Leben verloren, ohne ein Item zu nehmen. Das hättest du schon noch besser umsetzen können. Und bin das nicht, oder ist das rechte Auge ein bisschen komisch? Jetzt ist es wieder normal. What the fuck? Aber im Ernst, es ist mir gerade ziemlich schwer gefallen. Vor allem bei der Random-Attacke, als ich nur einen Hit kassiert habe. Anders zu klingen als sonst. Aber hey, ich hab's geschafft. Ich bin stolz auf mich. Wie lang ziehe ich das eigentlich jetzt schon durch hier? Ja, hi. Willkommen in Snowden. Die Tor ist gelockt. Ja, die Musik ist ja ganz gut. Ich gehe zu Papyrus, aber ich werde gar nicht erst versuchen, ihn anzugreifen, weil ich habe da gerade nicht so eine Lust zu. Ich finde auch der Zeitpunkt, der passt eigentlich relativ gut hier gerade, denn ich kann ja auch so tun, nicht als wäre ich ein Pazifist, sondern als würde mich das einfach überhaupt nicht interessieren hier. Ja, mehr Clowns und mehr Töten. Los. Oh, schade, ich kann nicht rückwärts. Sag mal, du wagst es dich mir zu widersetzen? Ich finde das nicht gut. Lass mal, hab grad nicht so. Nee, der Mensch da, der ist scheiße. Lass mal zusammenschlagen. Also, ja, ich bring dich jetzt um und dann bring ich den Menschen um und. Ja, ja, nee. Das ist schon in Ordnung so. Ja, lass mal, Sans. Ach, komm, wenn du grad Bock hast, mach einfach. Ist mir egal. Ja, er ist tot. Schade. Das ist mir nicht. Ich bin unschuldig. Ich weiß zwar nicht, was da jetzt so lustig dran ist, aber ich lach trotzdem jetzt einfach mal, damit es besser klingt. Haha. Ja, das ist schon lustig gerade. Ja. Ja, er ist weg. Was denn? Das ist wirklich nicht gut hier.
Ich hoffe, man hört den Regen draußen nicht zu sehr. Ja. Die Ladezeit hier ist tatsächlich etwas runtergegangen. Cool. Ich brauche mir das Ganze hier jetzt ja nicht so ausgiebig zu gönnen. Ich meine, das haben wir alles schon gesehen. Ihr wisst schon, so ziemlich Genocide Run, der mit einem YouTube-Video beendet wurde. Oh, hey. Hey, du da unten. Ah, sorry, du bist nicht Sans, ja. Ja, ich bin da mal weg. Ja, wo zu saven? Hier werde ich vermutlich gleich einen Gegner encountern. Unten, das wäre es ja gar nicht komplett disabled anscheinend. Aber, once a clean world to live in. Tja, schade, da kann ich wohl nichts für dich machen. Tja, hier hast du ihn hier. Ich mach dich sauber, ich wisch dich kurz mit meinem Messer. Du fandest deine Freunde. Welche Freunde? Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, der monotone Günther ist wieder am Start. Du bist alleine, ja, das warst du auch, bevor ich hier ein paar umgetötet habe. Ich hab gewonnen. Oh, cool. Ein Level hoch. Das ist eine Sache, ja. Ja, cool gemacht, Sans. Ich muss das schon machen müssen. Ist ja hier. Ich will jetzt hier. Na, ja, ich mach die mal zurück und dann mal mich auf dem Weg weiter. Ja, oh, schau mal. Hallo, darf ich kurz. Die Musik, da fehlt mir noch was. Ich muss wirklich sagen, das hätte man besser umsetzen können. Ich weiß übrigens jetzt schon, dass ich in diesem Video viel zu laut sein werde. Du hast uns hier alle verarscht. Du bist nicht so toll. Papyrus wird das auch nicht gut finden. Man, chill mal. It's just a prank, bro. It's just a prank. Ja, das ist ein scheiß Prank. Nur weil du da viele Klicks mitkriegst, willst du mir jetzt. Nee, ich finde das nicht gut. Ja, lass uns mal töten. Weil dann kriegt der. Dann kriegt Sans mehr Klicks, weil dann ist noch Plot Twist. Lass mal. Ja, okay. Mal halt selber. Boah, Mann, die Zuschauer finden das nicht gut, wenn ich sie nicht umbringe. Da krieg ich Dislikes. Okay, Papyrus, ich weiß. Dafür mal ein bisschen mehr Clickbait aufs Thumbnail, dann wird das schon wieder weggemacht. Ja. Ich guck mal, ob ich Sans YouTube-Kanal finde. Wie könnte er heißen? Naja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Obwohl ich jetzt nach Hotland gehe, ist es hier gerade relativ kühl, wo ich aufnehme, weil mein Fenster ist offen und es regnet draußen, aber ich mach das halt ganz gern mal, wenn man schon so lange Hitze hatte. Ja, ich würde auch sagen, nicht mehr lang, dann reicht es für heute mal. Komm. Also, ihr werdet das Ganze wieder in einem Part sehen. Ich mach mir jetzt
Ich gönn mir jetzt eine Pause. Wir sehen uns. Ja, bis gleich. Ja. Ich würde jetzt sagen, einfach. Ich mache jetzt einfach weiter. Übrigens, da hatten wir das ja. Der Aufzug ist übrigens kaputt. Da, ihr wisst schon, wenn man da hinten hochgeht, aber. Ist jetzt eh nicht relevant. Oh, mein Inventar ist verboten. Dann habe ich hier insgesamt ein bisschen bessere Items und ich rede jetzt mal ein bisschen lauter monoton, sonst hört man mich nicht. Ja, was Elvis angeht, werde ich unter demselben Motor agieren wie eigentlich die ganze Zeit hier. Ist mir eigentlich relativ scheißegal. Die kann machen, was sie will. Übrigens möchte ich anmerken, dass ich bemerkt habe, dass ich gar nicht den Bildschirm so sehe wie ihr auch. Deswegen habe ich unter anderem in der letzten Folge bei einer Attacke von Sans gedacht, dass er, ihr wisst schon, in dem YouTube-Video anders angegriffen hat, aber das war gar nicht so, bloß bei mir sah das so aus wegen einer anderen Bildschirmgröße und ja, hier ist ja, ihr wisst schon, die Spinne halt. Na, da fehlt noch was, ja. Hier die goldene Blume hin. RIP. Rest in Pepperoni, da wie jetzt zu Sans. Ich will eigentlich keine Ahnung, was ich von ihm will. What a beautiful world. Ja, ist mir eigentlich relativ scheißegal, was hier mit der Welt los ist. Evacuate, ja, habe ich gerade eigentlich nicht so Lust zu, ich gehe mal weiter. Aber hier, da liegt eine Bratpfanne auf dem Boden und ich habe hier gerade ja sowieso einen Platz im Inventar, weil da kann ich die kurz, cool, ich habe sie genommen, ja, ja, ich wollte eigentlich mit denen da genau. Left Behind and Forgotten, Toy Knife, Drop, ja, wo wir gerade schon von Drop reden, meine Motivation ist auch sehr gedroppt im Moment. Na, also, nochmal kurz für welche, die vielleicht aus mir nicht bekannten Gründen erst hier hingespult haben, bevor sie den Anfang gesehen haben. Oder nach den ersten 5 Minuten, ne? Ich rede nicht so, weil ich hier komplett abgefuckt bin. Okay, mach ich was vor. Sondern, ja, weil ich finde, ich mache keinen Rebellion Run, sondern einen Ich scheiß auf alles Run. Und da muss ja auch meine Stimme eigentlich theoretisch irgendwie dazu passen, aber. Was interessiert mich das überhaupt? Ich muss das Video noch schnell auf 40 Minuten oder so ein Scheiß strecken. Ja. Weil, und dann vermutlich keine einzige Werbung schalten. Oh, die. Na, Mist. Dann ja. So, hier hängen wir der Twitch-Jäger an. Also, ich kämpfe spätestens gegen dich, obwohl ich eigentlich. Ich habe eigentlich gerade nicht so Lust, aber. Na, ich hoffe mal, du hast gesaved, ne? Weil, ja. Ja. Yeah.
sollte es sein hier. Verstehst, oder? Sollte es mir jetzt besser nicht sterben. Ja. We only just met and now we are playing to the death. This is a shame. I don't have human manan. Ich glaube, du solltest da nochmal. Ach ja, warum rede ich überhaupt? Warum bin ich überhaupt hier? Ja, ich werde diese komische Barriere da kaputt. Welcher Haufen Scheiß hat die da überhaupt hingebaut? Na, im Ernst. Ja. Hast du besser gemacht, als ich dachte. Aber ja, alle kennen Method. Wem mache ich was vor? Ich bin tot. Schade. Oh Leute, Metaton ist tot. Das ist aber. Hey Sans. Was? Was ist eigentlich jetzt schon wieder so lustig? Ich bin weg. Ja, schade. Hab verloren. Naja, interessiert mich eigentlich sowieso nicht wirklich. Ich gehe dann mal zu Sans, weil. Ja. Warum eigentlich? Ach, keine Ahnung. Irgendwas muss man ja auch machen. Und ja. Ne. Ich wette, dieses Video kommt richtig gut an. Ich meine, was sollte besser ankommen als ein Video, wenn eben der YouTuber die ganze Zeit mit einer so hohen Motivation spricht, dass man glauben könnte, keine Ahnung, was man glauben könnte, ist mir eigentlich auch relativ scheißegal. Der Aufzug hat aber ganz schön lange gebraucht, aber braucht mich eigentlich nicht wirklich interessieren. Kann man eigentlich erklären, warum da hinten da hinten ins Safe ist und hier schon wieder einer. Boah, ich hab. Ach, schon. Ist nicht so praktisch, dass ich jetzt nett volle Items hab, wenn ihr wisst. Na, ja, wenigstens kann ich die ersten Attacken von dem Kampf ein bisschen, weil die werde ich mir wahrscheinlich antun müssen, aber. Ja, well, ja. Wir sind halt. Ist schon cool, wieder hier zu sein, oder? Ja. Nee, eigentlich nicht, aber es ist halt schon anders diesmal, weil jetzt bin ich auch sehr entschlossen. Ich meine, das hört man mir ja an und ja, wenn du tot bist, dann ja, dann habe ich halt gewonnen. Ich nehme da einfach deine Seele, weil mir ist gerade langweilig. Ja, und wenn du nicht zurückkommst, dann bin ich der Gelangweilteste in dieser Welt und dann fühle ich mich toll. Ja, und guck mal, der Eckbutton blinkt und ich kann Stand drücken. Ich habe gerade einen Stranger, den Eden Junau gesehen. Kacke, ich hab ein Auto hier in der Rüstung. Weil ich kenne mich. So schaffe ich das nicht. Ja. Jetzt muss ich einmal gucken. Ja. Wenn
ich jetzt sterbe, wird's mich wundern. Ich lebe. Cool. Ich bleib stehen. Ich muss hier das schon. Ich nehme hier. Komm, Spinder, Zinder. Und ich, krieg den ersten Teil hier heute nicht mehr hin. Ich stehe noch mal. Gut. What are you doing here? Da frage ich mich auch. Ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Aber, hey, ich muss nicht mehr Attacken überleben. Warum hast du mich noch nicht angegriffen hier? Ich verstehe das nicht. Frisk. Sag mal, ein bisschen Motivation. Irgendwie wird er schon verrecken. Wir bleiben jetzt einfach 200 Jahre hier stehen und dann wird er an Altersschwäche krepieren. Oh, warte. Er ist ein Skelett. Scheiße, dann müssen wir es anders machen. Ich denke mal, du hast keine Motivation in uns zu bringen. Dann mach ich's halt. Aua. Ja, au. Mann, das hat wehgetan. Oh nee, jetzt ist da noch einer. Eigentlich interessiert mich das überhaupt nicht, aber ich muss ja trotzdem so tun, sonst kriege ich mein Geld nicht. Ist mir eigentlich scheißegal, das heißt, ich bin weg. Der Kampf beginnt. Last Hoffnung. Macht halt schon. Ja, was ist denn jetzt dein Plan? Ich muss sagen, die Attacke, die kriege ich auch hin. Jetzt heile ich mich. Du hast was geheilt. Also, für Spieler wie mich, die jetzt nicht die besten sind. It's me. Hello. Ist doch noch scheiß Witz eigentlich. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf, Alter. Wer hat dieses beschissene Drehbuch geschrieben? Ich will mein Geld. Ja, aber die ist auch klar, dass wir dieselbe Person. Oh, kacke. Ich will anmerken, ich habe gerade nicht auf den Bildschirm geguckt. Aber hey, interessiert es sie überhaupt wen? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, Clara ist wirklich. Ich glaube, wir sind wirklich dieselbe Person. Bei den Attacken glaube ich, dass du auch kaum Motivation hier an den Tag legen kannst. Wenn du mir umbringst, dann bist du auch tot. Aber ja, anscheinend, wenn ich dich umbringe, ich nicht. Mal im Ernst, welcher Haufen Scheiß hat das Drehbuch geschrieben?
Warum mache ich das ja eigentlich? Wenn ich das Geld nicht so nötig hätte, wäre ich hier gewesen. Ja, übrigens, wir kommen beide dann zurück. Ich möchte übrigens mal eine etwas stärkere Attacke, wenn du nichts dagegen hast. Ich glaube, das ist ganz gut für die Quote, aber ja. Ja, ich habe mal übrigens die Kontrolle über dich, falls du es noch nicht wusstest. Ich glaube, ich könnte mal probieren, überhaupt dich gescheit anzugreifen, aber obwohl. Habe ich da gerade so Lust drauf? Ich glaube, das war zu riskant. Oh, oder? Ja, hatte ich wohl. File Access. Hat wohl noch mein Glück oder so. Was hast du denn jetzt wieder? Oh, gelöscht. Cool. Neu geladen. Ja. Glaubst du, das funktioniert? Also, du bist schon ein bisschen doof, oder? Ja, aber du wirst mir hier nicht los. Ich gehe erst, wenn ich mein Geld hab. Also, gib mir mein Geld. Aua. Oh Gott. Was mache ich hier? Das habt ihr nicht gehört. Ich bin immer noch monoton. Ja, du hast nicht genug Geld, um mich zu bezahlen. Ah, die Schminke verläuft. Scheiße. Der Maskenbildner ist auch noch so ein Spasti. Ich will einfach... Ja. Hey, du da. Halt mal die Schnauze da rechts. Das Drehbuch habe ich geschrieben. Übrigens mal ganz kurz. Sorry, dass ich hier den Originaltext nicht vorlese, aber ich gehe davon aus, dass meine Zuschauer selber lesen können. Und ja, ich weiß, mein Bruder guckt das zum Beispiel und der kann kein Englisch. Deswegen kurz die Zusammenfassung von dem neuen Sans hat sich gefragt, warum ich nicht angreife und dann ist Kara gekommen, weil wollte Sans halt umbringen, Frisk hat sich da vorgestellt und dann gab es einen Kampf, wo alles in allem nur gesagt wurde, wenn Frisk Kara umbringt, sind beide tot und es gibt einen Reload, weil sie dieselbe Person sind. Weiter. Ja, ich habe eigentlich schon ein paar Menschen Schmerzen zugefügt, aber ich werde vermutlich auch nicht mehr derselbe sein, aber ja. Ich glaube, das gilt für dich auch, ne? Ja. Das macht jetzt hier einen Sinn aus. Obwohl, ne, mein Leben nicht. Also, ja. Du hast 9-mal getötet und wieder reset. Sag mal. Wer hat die Seite da reingemacht? So ein Scheiß schreibe ich doch nicht in mein verdammtes Drehbuch. Es ergibt nicht mal Sinn. Warum 9? Weil dann will ich schon eine gescheite Zahl wie 24. Hahaha! Ja, das war halt bevor hier dein Kollege übernommen. Das erklärt alles. Er hat das Drehbuch geschrieben. Das Drehbuch bleibt so, wie es hier ist. Hier bleibt alles so, wie es hier ist. Es ist ein Drehbuch im Haus. Und an dem gibt's nichts zu rütteln. Ah. Aber ich wusste, dass nach der 9. Seite im Drehbuch irgendwas anders war. Ich weiß nicht, ob ich dir vergeben kann, aber... Ja. Eigentlich will ich das Geld, ja, aber
Wahrscheinlich muss ich dir trotzdem was bezahlen. Aber ja, ich habe jetzt mal dasselbe gemacht wie du und jetzt verstehe ich auch, warum du hier einen Scheiß auf alles gibst. Ich habe auch keinen Bock mehr auf mein Leben. Ich habe jeden getötet, nur mich nicht. Und jetzt frage ich mich, warum? Warum habe ich das getan? Nicht, dass ich jeden getötet habe, sondern dass ich mich nicht getötet habe. Also, ja, ich glaube, ich habe mich so gefühlt, als müsste ich das tun, weil ich dachte, es wäre vielleicht ganz lustig, aber... Ja, hat irgendwie anscheinend nicht so geholfen. Ich fühle mich immer noch abgefuckt von meinem Leben. Und jetzt hat sich irgendwie noch was verändert, aber... Ja, ich fühle mich, ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Das, naja, er fühlt sich, glaube ich, jetzt nicht komplett unschuldig. Aber ich meine, ich fühle mich nicht komplett unschuldig. Jetzt komme ich schon in der Person durcheinander. Sag mal, wie viel hast du, Fettsack da rechts, noch an dieses Drehbuch angehängt? Ich will nach Hause und mein Geld. Aber, ja, irgendwie, ich fühle mich ein bisschen schuldig und schon... Das ist relativ verwirrend, ne? Ja, aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, in der Vergangenheit zu dwellen. Oh, wer hat sich dieses Wort ausgedacht? Ich will ihn umbringen. Und mich. Wo bin ich hier überhaupt? Aber, ja, wir wissen beide, wir kriegen erst unser Geld, wenn der Typ da gleich tot ist, also... Ja. Ich glaube, du willst auch. Ich bin gerade von dem Satzbau verwirrt, aber ich glaube, das heißt so viel wie, dass du hier auch am Zurückgehen willst. So eben wie es vorher war, du weißt, Pazifist und so. Und an der Oberfläche kriege ich dann vielleicht endlich mein Geld. Sonst wirst du vermutlich jetzt nicht hier stehen, oder? Papyrus haben mir gesagt, dass hier eine tolle Person sein kann. Wenn man es nur versucht, aber... Der ist mir auch ein bisschen zu motiviert hier immer. Ich meine, ja. Okay. Ist mir eigentlich egal, was er sagt. Jetzt, ich glaube aber sogar mal, was er da gesagt hat. Ich gebe dir jetzt mal eine Chance, eine zweite. Und ne, du hattest ja anscheinend auch ein bisschen Zeit, über dein Leben nachzudenken. Du bist wahrscheinlich zum selben Entschluss gekommen wie ich selber. Bitte töte mich. Also, ja, lass jetzt mal zusammen besser werden, weil wenn wir besser schauspielern, kriegen wir vielleicht mehr Geld. Ach, weißt du eigentlich, wie scheißegal mir das ist? Gib mir mein Geld, beende das Drehbuch, lass mich gehen. Na, aber lass erstmal den Typen da rechts zusammensteigen. Erstmal, ja, Gruppenmobbing, ich komm, Papyrus. Ja, probier's nur. Wir kennen das ja. In einem Drehbuch, es kann auf keinen Fall so sein, dass ihr es schafft. Sans hat jetzt auch so ein rotes Herz-Ding. Tja, beeil dich mal ein bisschen. Ich hab nicht den ganzen Tag. Boah, ein roter Rahmen. Das hat alles geändert. Wie ist das? Ey. Sag mal. Pass mal ein bisschen auf meine Leben auf. Danke. Ich glaube, wir sind eigentlich fertig, oder? Na, hier sieht's wieder so aus, wie man's kennt.
Na, sehen uns. Ja, ich hoffe, das ist jetzt. Ah ja, gut, Drehbuch ist zu Ende. Gott! Jetzt ist doch behindert! 30 Minuten in Folge! Irgendein Trash labern und dabei komplett monoton klingen! Boah, diesmal sind's richtige Credits, nicht wie beim letzten Mal. Ich kann wieder normal reden, weil die Story rum. Alter! Undertale Comic Sans, lol. Hey, links vor Mark. Die gucke ich beide. Sind korrekte Typen. Yeah. Gerne fürs Spielen. Happy End. Ey, mein Mensch, es fällt mir gerade echt schwer, normal zu reden, nachdem ich die ganze Zeit. Oh Gott, an dein paar